Es ist endlich mal wieder soweit und es gibt ein neues Politik-Simulator-Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein neues Land, beziehungsweise habe ich einfach mal einen Kontinent vereint. Ich denke mal, ihr habt das Ganze schon gelesen, auf jeden Fall ist es Afrika. Weil Algerien im Spiel viele Parteien hat, habe ich einfach mal die hier genommen und ich nehme hier einfach mal die Sozialliberalen. Hier haben wir Afrika auch mal im Spiel. Insgesamt hat diese Supernation einfach mal 302 Staaten. Wir sind sogar mit 1,3 Milliarden die drittgrößte Nation der Welt. Nur China und Indien sind größer. Ich würde einfach mal sagen, wir haben als erstes wie immer hier einfach mal eine Wahl und die Wahl ist in 68 Tagen. Gerade führen einfach mal die Grünen vor den Sozialdemokraten und den Konservativen. Wir brauchen für uns selber einfach mal mehr Geld. Gerade hatten kurz die Sozialdemokraten geführt, aber sie sind wieder auf Rang 2. Bisher war unsere Kampagne auf jeden Fall erfolgreich und wir sind auf Rang 1. Warum gibt es hier eigentlich einen Staat, der Mascara heißt? Ich weiß gerade gar nicht, ob das Ganze durch die ganzen annektierten Länder schneller läuft und ich glaube, wir haben die erste Runde der Wahl morgen. Da können auf jeden Fall fast 900 Millionen Menschen wählen und wir haben hier auf jeden Fall mal das Ergebnis. Gewonnen haben hier auf jeden Fall die Grünen, aber ich würde mal sagen, das Interface hier ist wieder mal völlig verbuggt. Die Grünen haben hier auf jeden Fall auch am meisten Sitze und die sind eine Partei der Mitte. Wir haben irgendwie selber nur 6 Sitze bekommen. Ich würde einfach mal sagen, dass die zweite Runde zwischen den Sozialdemokraten und den Grünen ziemlich spannend wird. Und hier haben wir auf jeden Fall mal Runde 2. Ich würde mal sagen, das ist eine der knappesten Entscheidungen, die ich in dem Spiel hier je gesehen habe. Die Grünen haben aber auf jeden Fall gewonnen. Das hier ist auf jeden Fall gerade mal die Wahlkarte. Und ich würde mal sagen, das ist eine der interessantesten, die wir im Spiel hier gesehen haben. Beide haben auf jeden Fall in den verschiedensten Regionen gewonnen und verloren. Die Grünen waren hier eher in Südwestafrika stark. Und ich würde sagen, die Sozialdemokraten waren vor allem in der Mitte stärker. Ich will aber mal wissen, wie diese Karte mit mehr Parteien aussehen würde. Ich kann nämlich hier mit der Cheat Engine auch gleichzeitig hier irgendwie den Präsidenten spielen. Aber ich würde mal sagen, das Ganze ist ziemlich verbuggt. Hier stelle ich nämlich einfach mal ein, dass der Präsident vom Parlament gewählt wird. Und ich löse hier einfach auch nochmal das Parlament auf. Jetzt kann der Typ hier eigentlich einfach mal verschwinden. Wir haben auf jeden Fall bald wieder Neuwahlen. Wo wir gerade von Wahlen sprechen, findet auch gerade die neue Community-Wahl statt. Die findet ihr beim Link in der Beschreibung. Und ich würde mich auf jeden Fall auch über ein Like auf das Video hier freuen. Wäre auf jeden Fall nice, wenn wir für die Rückkehr vom Politik-Simulator wieder die 100 Likes schaffen. Und wenn euch Videos wie die hier gefallen, würde ich mich auch über ein Abo freuen, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos mehr. Gerade führen hier auf jeden Fall wieder mal die Sozialdemokraten und die Grünen sind nur auf Rang 2, aber auch direkt vor den Extremrechten. Da sind nämlich zwei Parteien in die Richtung ziemlich stark. Wir sind gerade sogar mal auf 5% und das Ganze hier hat sich auf jeden Fall mal wieder normalisiert. Gerade führen auf jeden Fall mal wieder die Sozialdemokraten und wir haben hier auf jeden Fall mal wieder die Wahl. Diesmal haben tatsächlich die Sozialdemokraten gewonnen. Wir konnten uns von 9 auf 26 Sitze verbessern. Tatsächlich hat sich hier die Karte aber wirklich kaum verändert. Daher würde ich sagen, greifen wir einfach mal wen an. Und das ist tatsächlich einfach mal ein Land in Europa und zwar Spanien. Die haben nämlich, glaube ich, in echt einige Städte hier an der Küste von Afrika. Und Afrika will sie einfach mal komplett einnehmen. Gerade wird hier aber tatsächlich eher Afrika eingenommen. Frankreich hilft jetzt auf jeden Fall Spanien. Afrika hat aber eigentlich 2,4 Millionen Truppen. Ich bin hier gerade irgendwie ein bisschen besorgt, weil irgendwie Spanien hier einfach reinlaufen kann und es keine wirklichen Truppen von Afrika gibt. Irgendwie sind sie hier auch gefährlich nah an der Hauptstadt. Bei den Verlusten hat Spanien dafür aber irgendwie deutlich mehr verloren. Gerade nimmt Afrika jetzt aber irgendwie doch was wieder zurück ein. Hier kann man über das Mittelmeer gerade gut die Beschüsse sehen. Jetzt hat aber irgendwie Afrika Truppen verloren. Spanien schickt hier gerade verschiedene Truppen. Und zwar wollen die, glaube ich, diese kleine Stadt hier haben. Und jetzt nehmen die Afrikaner hier einfach mal Karte. Das
ein. Unterafrika hat alles wieder zurückerobert und in Spanien wird immer mehr eingenommen. Das hier sind die Verluste nach 130 Tagen und auf einmal wird hier die Hauptstadt angegriffen. Das konnte aber verteidigt werden. Ja, und jetzt ist das Ganze irgendwie einfach vorbei. Afrika hat immer noch 302 Staaten. Deswegen würde ich einfach nochmal sagen, greifen wir die Vereinigten Staaten an. Das hier sind die Verluste nach so 2 Tagen. Afrika wird jetzt auf einmal von Italien und der Türkei angegriffen. Und das hier sind die Verluste nach einem Monat. Da dominiert auf jeden Fall gerade die USA. Ich habe das Ganze hier einfach mal laufen lassen und hier sind irgendwie einige der wenigen Kämpfe. Und gerade wo ich das sage, wird hier gerade die Hauptstadt angegriffen. Und es sieht auch so aus, als würden die Vereinigten Staaten gewinnen. Und Afrika hat auch deutlich mehr verloren. Aber irgendwie hat Afrika das Ganze doch noch verteidigt bekommen. Aber ich würde mal sagen, nach fast 200 Tagen passiert hier nicht mehr wirklich viel. Wir sind auch schon in der Mitte von 2022. Daher würde ich sagen, ich beende das Ganze hier einfach mal. In der Beschreibung findet ihr einen Link zu meinem Discord-Server. Da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal drauf joinen. Mehr kann ich heute aber nicht sagen und ciao.